Und weiterhin verschlägt es Schauspieler Gerard Butler in Actionfilme, auch wenn der Titel diesmal dabei etwas irreführend sein sollte. So berichtet Die Adeline, dass Gerard Butler in dem geplanten Actionfilm Snowponies besetzt wurde, der sehr wohl jedoch nicht von irgendwelchen Schneeponys handelt. Snowponies basiert dabei auf einem Drehbuch, welches im Jahr 2006 auf der Blacklist, einer jährlichen Liste von bislang unproduzierten Drehbüchern mit großem Potenzial, vertreten war. Die Handlung konzentriert sich dabei auf eine Crew aus 7 Männern, die durch ein gefährliches Land reisen, mit der Aufgabe, ein mysteriöses Paket abzuliefern. Während sie dabei auf blutrünstige Banditen und andere brutale Hindernisse treffen, müssen sie zwischen Überleben und Ehre, Loyalität oder Verrat entscheiden, wobei sie sich konsequent fragen, welches Geheimnis das Paket in sich birgt. Der Film soll dabei von Regisseur Darin Prescott gedreht werden. Gerard Butler dreht mehrere neue Action-Thriller. Updata in Snowponies reist ein Trupp von 7 hartgesottenen Männern durch eine türkische Landschaft, um ein mysteriöses Paket an seinen Zielort zu bringen. An jeder Ecke lauern mörderische Banditen und brutale Hindernisse. Die Männer müssen sich zwischen Überleben und Ehre, zwischen Loyalität und Betrug entscheiden, während sie sich fragen, welche Geheimnisse ihre wertvolle Fracht wohl birgt. Hinter der Kamera steht der bisherige Second-Unit-Regisseur Darin Prescott, Black Panther, The First Avenger, Civil War, John Wick, Kapitel 2 Gods of Egypt, ein katastrophaler Flop, Geostorm mit ungeplanten Nachdrehs, die mächtig ins Geld gingen. Nein, bei seiner Filmwahl hatte Gerard Butler zuletzt wirklich nicht das glücklichste Händchen. Einzig auf die Hassfallen-Reihe ist Verlass, aber bevor er im dritten Teil Angel Hassfallen ein weiteres Mal den US-Präsidenten retten darf, steht für ihn noch den Oft-Hieves an. Es soll sich um einen Action-Thriller in der Tradition von Hayat und Tutu, statt ohne Gnade handeln. Gedreht wird jetzt London Hassfallen. Drehbuchautor Christian Gudegas gibt damit sein Regiedebüt, und Butler beteiligt sich auch als Produzent. Mit ihm zusammen spielen 50 Cent, Eshkape Plan, Pablo Schreiber, 13 Huas, The Secret Soldiers of Benghazi, Osea Jackson Jr., Streitout Dacompton, Evan Jones, The Book of Ellie, und andere. Sie alle sind bei den Oft-Hieves in folgende Story verwickelt. Jeden Tag werden 120 Millionen Dollar aus dem Verkehr gezogen und von der Federal Reserve, der US-Notenbank, vernichtet. Eine Elite-Crew von Bankräubern plant den ultimativen Diebstahl. Sie will der gefürchtetsten Polizeieinheit von Los Angeles die ausrangierte Kohle direkt vor der Nase wegschnappen.